Vor wenigen Tagen erst hatten wir noch ausführlich über das Thema als mögliches Szenario gesprochen. Mittlerweile ist klar, der europäische Flugzeughersteller Airbus wird das A380-Projekt frühzeitig einstellen müssen. Bereits ab dem Jahr 2021, also schon in 2 Jahren, wird man den A380 nicht mehr bauen. Das ist deutlich früher, als man sich das vielleicht hier und da mal gewünscht hat. Aber gut, das liegt vor allem daran, dass Großkunde Emirates tatsächlich in der Bestellung umschwenkt, und zwar auf den Airbus A330 und den A350. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt unter den Kommentaren von so gut wie jedem A380 Video immer darüber diskutiert oder wart euch eigentlich einig, dass das Fliegen als Passagier mit einem A380 dann doch nochmal was Besonderes ist. Es hat schon gewisse Vorteile. Es macht einen Unterschied, ob man mit dem A330, A340, 777 oder halt eben dem A380 fliegt. Für die Fluggesellschaften ist das Flugzeug allerdings oft zu schwer, verbraucht einfach zu viel Sprit oder lässt sich nicht so einsetzen, funktioniert einfach nicht so, wie man sich das bei Airbus vor mittlerweile ja auch wieder gut 15, 20 Jahren irgendwann mal gedacht hat. Die arabische Fluggesellschaft Emirates, mit Abstand größter Kunde des Airbus A380, hat jetzt darauf reagiert, hat ihre Bestellung von 162 Flugzeugen auf 123 Maschinen reduziert. Das ist ein wirklich großer Unterschied, und da Emirates zum aktuellen Zeitpunkt bereits 109 Flugzeuge vom Typ A380 in der Flotte betreibt, bedeutet das, sie bekommen nur noch 14 neue Maschinen vom Typ A380, dann ist mit der Produktion tatsächlich Schluss. Bei einer Produktionsrate von nur etwas mehr als 6 Flugzeugen pro Jahr kommt es dann auch hin, 2021 wird man die A380-Produktion dann beenden. Stattdessen schwenkt man bei Emirates in der Bestellung nun um und kauft 40 Airbus A330-900, also den A330neo, den Nachfolger des A330-300, und man kauft tatsächlich 30 A350-900. Sehr interessante Sache, es sind deutlich kleinere Flugzeuge, aber eben auch ein paar mehr von denen. Kurz nachdem wir ein ausführliches Video zu diesem Thema gemacht hatten, kam von Airbus dann auch die Meldung, dass die Fluggesellschaft Qantas aus Australien weitere 8 Airbus A380, die sie da noch bestellt hatte, dass sie die nicht übernehmen wird. Also auch hier wurden 8 weitere A380 vor wenigen Tagen erst storniert. Und das ist gerade bei Kunden wie Qantas oder Emirates wirklich schlecht, denn die galten vorher als sichere Kunden. Dadurch, dass sie den A380 schon in ihrer Flotte betreiben, sie haben Piloten dafür, ihre Operation ist an gewissen Standorten, wie zum Beispiel am Flughafen Sydney, durchaus auf den A380 eingestellt. Qantas hat zum aktuellen Zeitpunkt 12 A380 in der Flotte, diese wurden allerdings bereits auch schon ab dem Jahr 2008 ausgeliefert. Und jetzt wird eben nicht das passieren, was Airbus sich eigentlich erhofft hatte, heißt, dass alte A380 bei der Fluggesellschaft dann durch neuere ersetzt werden. Stattdessen werden die jetzt einfach irgendwann ausgemustert. Selbst Fluggesellschaften wie Qantas und Emirates können jetzt also irgendwann keine weiteren A380 mehr gebrauchen. Und die Flieger werden ja nicht dann erst ausgeflottet, wenn sie wirklich kurz davor sind, auseinanderzufallen, sondern dann, wenn sie nicht mehr rentabel zu betreiben sind, beziehungsweise auch ganz einfach durch ein besseres Flugzeug, durch ein effizienteres Flugzeug ersetzt werden können. Und das ist bei Qatar Airways, auch einem A380-Kunden, ebenfalls ganz genauso. Mit dem interessanten Zusatz, dass sich hier der Airline-Chef Akbar Al-Barka auch nochmal persönlich zu Wort gemeldet hat. Er sagte ganz klar, er wäre nicht traurig über eine mögliche Einstellung des A380-Projektes, beziehungsweise mittlerweile kann man ja sagen, er ist nicht traurig über die Einstellung oder über die frühzeitige Einstellung des A380-Projektes, denn die Maschine sei für die Fluggesellschaften schlicht und einfach zu schwer, da die Tragflächen des A380-800 schon ausgelegt waren für die längere, aber nie gebaute A380-900 Version. Und das ist, wenn man kurz mal darüber nachdenkt, auch tatsächlich total nachvollziehbar, denn man sagt einfach immer so, maximales Abfluggewicht von 570 Tonnen, krass, dass ein Flugzeug überhaupt so schwer sein kann, aber man nimmt das immer einfach so hin. Interessant ist dabei aber vielleicht zu wissen, dass der Airbus A380 ein sogenanntes Operating Empty Weight, also ein Gewicht in einem betriebstauglichen Zustand, ohne Passagiere, ohne Sprit und ohne Fracht hat, von etwa 280 Tonnen. Die Boeing 747-8 wiegt hingegen, also dieses Operating Empty Weight der 747-8, ist nicht mal 210 Tonnen. Das ist ein großer Unterschied. Klar, ist auch ein kleineres Flugzeug. Der A380 hat typischerweise etwa 90 bis 100 Sitze mehr als die Boeing 747-8. Der A380 darf dann beim Start auch ganze 120 Tonnen mehr wiegen als die 747-8. Aber das ist dann irgendwie auf einmal gar nicht mehr so beeindruckend, wenn man weiß, dass ein leerer A380 schon mal einen vollen A320 mehr wiegt als eine leere 747-8. Habt ihr verstanden, worauf ich hinaus möchte? Aber nochmal zu den Tragflächen. Hätte man jetzt, wie Airbus das am Anfang sich irgendwann mal gedacht hat, wirklich einen A380-900 gebaut, also eine verlängerte Variante mit Rumpflänge knapp unter 80 Metern, dann hätte man diese Tragflächen einfach so lassen können. Das sorgt heute dafür, dass Piloten des A380 den Flieger als sehr wendig, sehr agil beschreiben, weil er eben Steuerflächen hat, die von der Größe her durchaus
auf ein A380-900 ausgelegt wären. Nichtsdestotrotz sind es Tragflächen, die jetzt für die einzig erhältliche Version des A380, nämlich den A380-800, dafür sind sie schlichtweg zu groß. Man hätte für den A380-900 die Tragflächen also so gelassen, hätte die Rumpfstruktur verlängert und verstärkt. Das Abfluggewicht, das maximale, wäre dann auf 590 Tonnen angestiegen und die Maschine hätte dann maximal etwas mehr als 960 Leute mitnehmen können. Ist ein Riesenunterschied, aber es reicht, glaube ich, um zu verdeutlichen, dass die Tragflächen für den jetzigen A380 wirklich eine Ecke zu groß sein könnten. Kleiner Funfact dazu, die Landeklappen des Airbus A380 haben eine Fläche von knapp 120 Quadratmetern. Damit haben sie eigentlich die identische Fläche wie die A320 Tragflächen. Es sind also wirklich große Tragflächen, die da am A380 dran sind. Nicht zuletzt dadurch kündigte Qatar Airways mit der Aussage von Akbar Al-Bakr dann auch an, dass man das mit dem A380 jetzt so handhaben wird, wie das auch Singapore Airlines mittlerweile tut. Heißt, dass man das Flugzeug nach etwa 10 Jahren im aktiven Betrieb aus der Flotte wieder rausschmeißen wird, weil man dann einfach nichts mehr mit dem A380 anfangen kann. Und dann bleibt uns dazu nicht mehr viel zu sagen. Die News des Tages sind also 40 A330-900 und 30 A350 für Emirates. Weitere Details hatten wir schon in dem letzten Video dazu besprochen und sie nehmen halt nur noch knapp ein Dutzend neue A380 ab. Damit ist für den Flieger 2021 Schluss. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Alles weitere zu Stornierungen und Bestellungen bei Airbus in den beiden ersten Monaten des Jahres, die für den Flugzeughersteller wirklich interessant waren, schauen wir uns in einem ausführlichen Video in den nächsten Tagen nochmal an. Ansonsten bis morgen, lasst es euch gut gehen und tschüss.